Hallo, herzlich willkommen. Ich bin hier heute beim Häuptling Holger. Ja, beim Häuptling. Wir haben die Gelegenheit, heute zusammen ein kleines Gespräch zu führen, wie seine Reise in meinem Coaching war, die Zusammenarbeit mit mir war. Und er wird ein bisschen was erzählen. Ich werde ihm ein paar Fragen stellen. Ich werde die aus dem Hintergrund stellen. Ich verschwinde gleich aus dem Bild. Er wird die Fragen kurz wiederholen, weil wir haben mit dem Setting hier heute nur ein Mikrofon, aber das soll kein Problem sein. Wir starten einfach direkt. Ich komme am Ende nochmal rein, aber jetzt starten wir einfach mit der Frage: Holger, wer bist du denn eigentlich? Wer bin ich? Aber wenn ich das immer genau wüsste, wer ich so bin. Jetzt habe ich hier das Mikro, auch cool. Ja, wer bin ich? Ich hänge das mal hier dran, glaube ich. So ist ganz gut. Ja, wer bin ich? Mein Name ist Holger Paasch. Ich bin seit über 30 Jahren mit einer wunderbaren Frau liiert. Aus dieser Beziehung sind zwei noch wunderbare Söhne entstanden, 24 und 23 Jahre alt, mit denen ich sehr im Kontakt bin, also auf der väterlichen und männlichen Seite. Bin dann sehr glücklich mit, dass die in mein Leben gekommen sind, die zwei, oder besser gesagt, durch meine Frau in unser Leben gekommen sind. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe mit den beiden zusammen und auch mit meiner Frau eine Kfz-Werkstatt mit 10 Mitarbeitern. Der Aljoscha und der Cedric sind hier voll mit drin. Da sind wir auch gerade. Also wir machen das Interview jetzt hier so nebenbei, weil meine Zeit, da muss ich ein bisschen was dran arbeiten. Kannst du auch noch mal coachen in Sachen Zeit? Wie kann ich mir mehr Zeit nehmen? Ja, der Alltag hier frisst schon manchmal an mir und ich bin mir mehr Zeit am Nehmen, aber es klappt nicht so gut. Ja, ich bin Kfz-Meister, ich führe den Laden, das habe ich gesagt. Ich habe vor 14 Jahren angefangen, fürs Fernsehen zu arbeiten, in Vox Automobil. Dort habe ich eine Rubrik, die Autodoktoren, mit einem Freund zusammen. Wir produzieren jedes Jahr 30 Filme, Einstünder und, und. Zum anderen habe ich noch einen YouTube-Kanal mit dem Hans-Jürgen zusammen und mit dem Lars, mit 550 Abonnenten im Moment, was ganz gut läuft, was tierisch viel Spaß macht. Also ich würde sagen, ich rock mein Leben und das macht tierisch Bock, was wir da tun. Nur es fehlt die Zeit und das war eben eins der großen Probleme. Zeit, wenn ich keine Zeit habe, Frühstückspause zu machen, wenn ich keine Zeit habe, Mittagspause zu machen oder mir nicht die Zeit nehme, wie ernähre ich mich, wie gehe ich da so durch den Alltag? Und das war ein Problem, da ich immer an seinen Leistungsgrenzen gekommen bin. Das heißt, ich habe sehr starke Leistungsschwankungen gehabt. Na klar, habe ich auch immer viel verlangt von meinem Körper, immer viel abverlangt. Und jetzt bin ich mittlerweile 55 Jahre alt und das schwankte so enorm. Also, dass ich dann so um 11 Uhr spätestens einen Einbruch hatte, also jetzt haben wir 11:30 Uhr, einen mega Einbruch bekommen habe. Und das zog sich dann über den Tag, 12:30 Uhr ging es dann wieder so ein bisschen. Manchmal fing ich sogar so an zu zittern. Ganz komische Sachen, bin natürlich dann zum Arzt und habe gesagt, oh, ich glaube, ich habe eine Allergie, weil es hauptsächlich, wenn der Sommer kam, wurde es schlimmer. Dann haben wir Allergietests gemacht, nichts. Dann habe ich Stoffwechseltyp-Test gemacht. Dann habe ich also alles an Blutuntersuchungen und sie ist immer, ja, ist normal. Ne? Also das, was sie auch verlangen von ihrem Körper und mit 55 Jahren ist das eben so, dann bricht das alles ein bisschen mehr ein. Aber das hat nichts mit den 55 zu tun. Ich hatte das schon immer. Es war schon immer irgendwie so starke Schwankungen. Ja, und mit 40, das ist jetzt 15 Jahre her, habe ich einen Hochblutdruck bekommen und habe da aus diesem Bluthochdruckthema heraus geguckt, was muss ich tun, um das ohne Medikament hinzukriegen. Da war ein Thema Sport, regelmäßig Sport. Dann bin ich jeden Morgen gelaufen, also morgens um 5 Uhr aufgestanden und bin erstmal eine halbe Stunde Cardio laufen gemacht. Das heißt, in einem gewissen Drehzahlbereich von meinem Herzen. Dann hieß es ja, Ernährung ist nicht so gut. Also da müssen wir was ändern. Fleisch ist nicht gut, so viel Fleisch. Das ist wirklich so, ich habe ja, ganze Rinderherden über meinen Grill gezogen. Es war ja, ist immer so einfach, Fleisch zu essen. So, dann habe ich das versucht einzustellen und habe mir das dann angeschaut, wie das mit dem Tierleid ist. Und dann ging das relativ schnell bei mir, dass ich Vegetarier geworden bin und dann auch relativ schnell Veganer geworden bin. Und hat aber jetzt auch nicht so viel gebracht. Also mittlerweile bin ich Veganer, ich esse eben keine Tiere mehr. Und damit geht es mir, also vom Essen her gut. Mir geht es jetzt sowieso gut, das war vorweg.
Aber ich glaube, eines der großen Themen war dann eben, dass ich mit dir in den Kontakt gekommen bin und dass Jan mir erklärt hat, und das ist jetzt gar nicht so lange her, das ist jetzt mein Jahr her, Dreivierteljahr, mir erklärt hat, wie das so funktioniert in meinem Körper und mit meinem Körper. Und die Ärzte haben gesagt, das ist alles cool, das liegt auf einem Alter. So, und Jan hat es mir erklärt. Ist auch alles total logisch. Hat mir auch erklärt, wie das so ist mit diesem ganzen, mit der Industrie, so das Essen, was ich so zu mir nehme, unkontrolliert. Auch die Muße, mir Zeit zu nehmen. Und ja, so sind es eben, so habe ich viele neue Erkenntnisse gesammelt, die ich wirklich in mein Leben eingebracht habe. Und mir geht es richtig gut. Also, ich meine, du hattest ja Fragen, aber irgendwie labere ich schon die ganze Zeit los. Ich mache einfach weiter. Vielleicht kannst du nachher noch mal ein paar Fragen stellen. Ja, mach einfach weiter. Ja, Mach einfach weiter. Mach einfach es weiter. ist so, dass, also, dass ich keine Leistungseinbrüche mehr habe. Also der Tag verläuft. Klar, wir haben immer so ein bisschen so nach 14 Uhr, ne, aber bei mir ging es ja echt runter in Zittern. Ich musste mittags schlafen gehen und also weg. Soll ich zur Verdauung sagen? Mega, ganz regelmäßig, alles cool. Blutdruck, mega. Also ich nehme keine Tabletten mehr. Also ihr müsst euch vorstellen, ich eier seit 13 Jahren rum mit meinem Bluthochdruck und ich habe das Coaching bei Jan gemacht und ernähre mich anders, gehe anders mit mir um und nicht, dass ich mich jetzt einschränke, nicht, dass ich sage, oh, ich muss jetzt den ganzen Tag Sport machen und ich darf das nicht lassen. Ja klar, gibt schon ein paar Einschränkungen, aber es ist gut, weil es fühlt sich einfach klasse an. Und zu allem Überfluss habe ich 10 Kilo weg. Also ich bin jetzt sowieso nicht das Riesenmonster gewesen und ich habe zum Glück laut meinem Stoffwechselanalyse, Stoffwechsel Typ 1, ich verbrenne sowieso alles, aber wenn ich das, wie ich mich ernährt hätte, wenn ich da ein Stoffwechsel Typ 5 oder 10 gewesen wäre, ja, dann wäre ich jetzt dreimal so. Ne? Und ich habe Angst gehabt, dass ich irgendwann vielleicht mal durch Jahren, auch das wurde mir klar, dass ich irgendwann mal in die Diabetes vielleicht reinrutsche, was zum Glück noch nicht so ist, aber wenn ich so weitergemacht hätte, wäre das vielleicht so gekommen und dann ist eben mein Leben nicht mehr so schön und da vielleicht auch nicht mehr so lang. Mittlerweile mein Sport, also ich mache weiter jetzt meinen Sport, meinen Kraftsport, ich laufe, das macht mir einfach total viel Freude. Das fühlt sich auch geil an, wenn es in einem geilen Körper ist. Ne? Also ich fühle mich viel mehr, nehme ich mehr wahr. Ja, und dafür vielen Dank. Und jetzt, bitte stelle eine Jetzt Frage. darfst du eine Frage stellen. Ja. Du hast im Prinzip alles schon gesagt. Mich würde interessieren, was würdest du denn sagen, wer ist denn bei mir gut aufgehoben? Wer ist bei Jan gut aufgehoben? Ja, alle. Also eigentlich alle, die nicht gelernt haben, wirklich richtig mit sich umzugehen. Das ist natürlich in unserer Gesellschaft auch schwierig. Wir haben eine sehr schnelllebige Gesellschaft, merken wir auch mir. Ich darf mal ein bisschen langsamer werden jetzt. Ich bin ja auch sehr schnell in meinem Rhythmus. Also in unserer Gesellschaft geht es alles nur auf Leistung und auf Schnelligkeit und wir achten nicht mehr auf uns, wir gucken nicht mehr auf uns und bis dann irgendwann der Körper sagt, oh, jetzt ist aber genug oder der Arzt sagt, jetzt müssen Sie aber die Pille nehmen und die für die und die und die und dann haben Sie noch eine Lebenserwartung von. Also eigentlich jeder. Jeder vor allen Dingen, der schon mal gescheitert ist, in dem Abnehmprozess, in den Gesundheitsaspekten, der gesagt hat, ach, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich will nicht mehr, das ist alles scheiße und ich kriege das nicht in den Griff. Ja, gehört zu dem, was Jan macht, auch ein Scheitern dazu. Ne? Also auch mal zu sagen, boah, jetzt ist aber echt schwer, aber dann kann man ihn anrufen und er pusht einer vorne. Der ist ganz klar. Ne? Also muss ich echt sagen, du bist echt klar in deinen Ansagen. Das passt mir sehr gut, also da wird nicht viel. Oh, sondern pass auf, ist doch so, ist doch klar, wenn das, ist doch das. Und das brauchte ich analytisch. Für mich war das einfach wichtig. Und nochmal, wer soll zu Jan? Alle die sich damit irgendwie nicht wohlfühlen. Und das ist nicht nur ein psychisches, zu seinem Körper zu kommen, auch seinen Körper
wirklich auch so zu haben, wie man ihn möchte. Also das ist komisch ausgedrückt, sondern so, so wie es gesund ist. So, wie es einfach gesund ist. Man muss nicht immer aussehen wie ein Adonis, sondern es reicht einfach, wenn man sich wohlfühlt mit dem oder in dem man ist. So. Ja, vielen Dank. Hast du noch abschließende Worte, bevor ich wieder dazukomme? Abschließende Worte. Ja, ich bin sehr froh, dass wir uns in dem Bereich auch so gut kennengelernt haben und dass du mich da so unterstützt hast. Und naja, sag mal, durch dich habe ich mir Lebensqualität und Lebenszeit geschenkt, ne? Und Erkenntnisse. Und ich empfehle den Typ immer weiter. Das ist echt so. Also meine Schwägerin ist da auch mit beschäftigt mit dir und das ist auch mega erfolgreich. Und ich kann es nur jedem empfehlen, ja, das kostet ein paar Euro, das ist auch gut so, dafür bringt ihr auch volle Leistung. Und ja, wir sind ja nicht mit so einer Tupper-Party, eigentlich ist es so, abschließende Worte, führt man ein Gespräch mit ihm. Er kommt schon. Ich bin wieder da. Ja, vielen Dank, lieber Holger. Ja, gerne. Es ist alles gesagt. Wenn euch die Reise von Holger inspiriert hat, sucht ihr irgendwo um das Video rum. Gibt es irgendwo einen Button? Da könnt ihr einfach drauflatschen und bewerbt euch einfach für das kostenlose Erstgespräch. Lass uns miteinander ein Gespräch kommen. Achso, das Erstgespräch ist noch kostenlos. Ja, natürlich ist das super. Kostenlos. Super. Wir müssen ja einfach uns mal gegeneinander ein bisschen abtesten. Wir gucken uns tief in die Augen und entscheiden uns dann gemeinsam, wollen wir gemeinsam den Weg gehen. Ja, kann ich nur empfehlen. Mach das. Coole Entscheidung, sich an den zu wenden. Ja. Vielen Dank. Wir sind raus. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.